Diese Nachricht hat uns heute im SWR alle tief erschüttert. SWR3-Moderatorin Stefanie Tücking ist in der Nacht plötzlich verstorben. In den 80er Jahren wurde sie vor allem durch ihre Moderation der ARD-Kultsendung Formel 1 bundesweit bekannt. Bei SWR3 prägte sie 30 Jahre lang als beliebte Moderatorin das Programm. Ein Nachruf von Daniel Sitteli und Cecilia Knoth. Ja, man hat mir gesagt, vor allen Dingen der Kai sagte, also Stefanie, zieh dir ein Röckchen an, damit die Leute merken, dass du ein Mädchen bist. Also hier ist es. Ja? So dürften viele Stefanie Tücking kennengelernt haben. Bunte, ein bisschen verschwommene Bilder Ende der 80er. Als Moderatorin für die ARD-Musiksendung Formel 1. Der Anfang für eine Moderationskarriere. Und so kennt man sie bis heute. Dann fangen wir jetzt an. Du spielst Gitarre und du spielst Klavier. Auf was komponierst du denn lieber? Immer am Mikrofon, mit ihrer Leidenschaft für Musik und vor allem ihrer rauchigen Stimme. Herr von Weizsäcker, jetzt muss ich Sie natürlich das fragen, was 30 Jahre lang ist die bei SWR 3 zu hören. Von der Morningshow bis zuletzt im SWR 3 Club. Außerdem bei großen Musikfestivals und sie liebt nicht nur die Musik. Die leidenschaftliche Motorradfahrerin moderiert im SWR das Automagazin Startklar. Beliebte Moderatorin und starke Persönlichkeit. Bei vielen Kollegen heißt sie einfach nur die Tück. Ich habe heute Morgen die Mannschaft informiert und alle trauern nicht nur um eine exzellente Kollegin, sondern auch um eine verdammt gute Freundin. Nicht nur die Kollegen, auch die Fans sind fassungslos über den plötzlichen Tod. Radioheldin meiner Jugend, schreiben viele im Netz. Stefanie Tücking, eine Frau, die das Radio liebte. Sie ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Ja, mach's gut, Steffi.